Ich hatte am 15. April, habe mein Soldbuch, habe ich dies in Spätrum geführt. Wir sind von Quedlinburg aus Richtung Westerhausen gelaufen und bei meinem Spätrum, die anderen sind, da geht eine Straße von Quedlinburg aus nach Westerhausen und daneben ist das, weiß nicht, jedenfalls ein Bach oder ein Wassergraben und so weiter. Und wir sind erst die ganze Zeit noch im Wasser gegangen und dann bin ich auch da weitergegangen, habe gesagt, so, ihr bleibt mal hier und habe mich in das erste Haus am Dorfbeginn reingeschlichen. Da waren waren ältere Leute drin, Bauer und so weiter. Und ja, waren erst erschrocken und dann sagten sie, um Gottes Willen, wenn sie hier, der ganze Ort ist besetzt. Und dann haben sie mir erzählt, dass Panzer da wären und so weiter. Und daraufhin ich bin aber dann, wie gesagt, alleine gewesen. Die anderen habe ich alle hingelassen, die blieben hinten. Und dem Haus dann bin ich rausgegangen und da war die erste Begegnung mit einem Amerikaner. Der wollte gerade über den Zaun rüberspringen und ich wollte gerade über den Zaun klettern. Der ist erschrocken. Ich hatte ein Sturmgewehr bei mir. Und aber Gott sei Dank sage ich das heute. Ich wollte zwar schießen, aber es ging nicht, weil ich vergessen hatte, was eigentlich nie passieren durfte, weil ich hatte die Sicherung nicht zurückgezogen. Da ging natürlich kein Schuss los. Und dabei war es dann so, dass wir also beide, der ist wieder auf seine Süber und ich bin wieder ins Haus gerannt. So, jetzt habe ich nun den großen Fehler gemacht, anstatt wieder in dem Wassergraben zu laufen, denn ich war ja schon nass. Bin ich jetzt außenrum über die Straße, die Kreuzung drüber weg. Und ich war kaum über die Kreuzung drüber weg. Da kam es aus dem Straßengraben. Da hatte der wahrscheinlich seinerseits wiederum Kameraden von sich Wunder gemacht und die hatten sich dorthin gelegt und kriegte ich Feuer mit Maschinenpistolen. Und dann bekam ich plötzlich einen Schlag hier. Ich kannte die Sachen ja schon und später habe ich es dann angesehen und ich war getroffen. Und dann waren am Straßenrand waren da so Lupinenhaufen. Da habe ich mich hinter eingeschmissen und dann bin ich ruhig liegen geblieben, erst mal die ganze Zeit. Bloß ich konnte sehen, dass die fünf Kameraden, die im Wasser geblieben waren, alle schon auf der Flucht Richtung Quedlinburg waren. Nach einer Weile war ich wieder Ruhe. Dann habe ich zwei, drei Sätze gemacht und mit einem Hechtsprung ins Wasser. Natürlich mit der Flinte und allem Zeug. Na, und da bin ich den anderen hinterher bis nach Quedlinburg und dann wieder nach Bad Soderode. Und in Bad Soderode habe ich mich dann gemeldet bei unserem Häuptling, Oberleutnant, nicht? Und der sagte mir, ich sollte ins Lazarett gehen, erstmal zumindest verbinden lassen. Es war ja alles blutig hier. Und dann bin ich rübergegangen ins Lazarett. In die Annahmestelle, dort habe ich mir erstmal eine Tetanusspritze geben lassen und einen Verband drum machen. Und dann ist noch einer mitgegangen ins sogenannte Bettenhaus, nicht? Also wo bloß die Betten waren. Und der hat mir dann, da habe ich gesagt, nein, also weißt du was, du kannst nach Hause gehen, hier gehe ich rein, schon keine Sorgen. Nicht? Aber ich bin nicht reingegangen. Ich habe bloß ein Glas Wasser mir geben lassen und bin wieder zu meinen Truppenhaufen gegangen, denn ich muss jetzt sagen, es war mir lieber, bei denen zu bleiben, als wie mit dem Lazarett in Gefangenschaft zu gehen. Etwas muss ich aber nochmal sagen, 1943 bin ich schon einmal verwundet worden, bevor ich dann mal später schwer und hatte ich Kopfverletzungen bekommen.
Und da war ich in Orell. Und in Orell habe ich dann gesehen, was da los war in den Lazaretten dort. Denn da war ja diese letzte deutsche Offensive noch. Und da war die Bahnlinie nach Bryansk gesperrt, weil Partisanen da, die musste erst freigekämpft werden und das war. Wie ich das in dem Lazarett gesehen habe, da habe ich mich geschämt. Ich hatte zwar dieses Kopf, aber es waren leichtere Verwände von Wundungen am Kopf. Nicht? Aber die hatten nicht reicht, mich hinzuschicken. Nicht? Und nach 3 Tagen habe ich dann zu dem Arzt, dem Abteilungsarzt, gesagt, ich wollte wieder zu meiner Truppe gehen. Und er sagte, das kann ich nicht bestimmen. Daraufhin wurde ich zum Chefarzt bestellt. Und der hat sich alles angehört, wie ich verwundet worden bin und was hat nochmal alles angesehen. Und dann hat er mir einen Zettel gegeben und sagt, Sie müssen aber unterschreiben, dass Sie freiwillig auf eigenen Wunsch wieder zur Truppe gehen. Und das habe ich gemacht. Und davon bin ich dann noch bis zum August und später noch da gewesen. Bis zum 20. Oktober, wieder Oktober, wo ich dann bei einem Angriff, wir sollten den Brückenkopf eindrücken, dann meine nächste Verwundung bekam, aber das war eben alles, wo ich den Granatsplitter in den Oberschenkel bekommen habe.